Hunderte Amerikaner sind zum Supreme Court gekommen, legen Blumen und Kerzen nieder, die Flagge des Weißen Hauses auf Halbmast gesetzt, in Gedenken an Ruth Bader Ginsburg, der erst zweiten Frau am obersten US-Gericht, einer Ikone der Liberalen und selbst im konservativen Lager beliebt. Ihr Lebenswerk einfach unglaublich, eine tolle Frau. Doch schon kurz nach dem Krebstod der 87-Jährigen will der Präsident einen Ersatzkandidaten für Ginsburg benennen und noch vor der Wahl durch den Senat winken. Für die Demokraten die falsche Reihenfolge. There is no doubt. Lassen Sie mich eins klarstellen. Die Wähler wählen den Präsidenten und der Präsident benennt einen Kandidaten, der dann vom Senat bestätigt wird. Justice. Die Republikaner halten im Senat mit 53 von 100 Abgeordneten eine knappe Mehrheit. Schon jetzt ist das oberste US-Gericht mit 5 von 9 Richtern konservativ gefärbt. Sollte ein Trump-Kandidat den freien Platz von Ruth Bader Ginsburg einnehmen, wäre das Gericht auf Jahrzehnte in der Hand der Präsidentenpartei. Ein Tabubruch. Im letzten Amtsjahr von Präsident Obama haben die Republikaner mit dem jetzigen Mehrheitsführer im Senat verhindert, dass Obama noch einen Richter benennen kann. Jetzt machen sie das voraussichtlich anders. Sie brechen also das, was sie bei Obama als Regel aufgestellt haben. Ruth Bader Ginsburg können sie nicht mehr fragen, doch sie hat schon geantwortet. Solange es der Körper zuließ, hielt sich die zähe Richterin fit. Dreimal die Woche Liegestütz, alles für ihren glühendsten Wunsch, dass ihre Stelle erst nach der Präsidentschaftswahl neu besetzt wird.